Willkommen zu Kalles Halbzeit in Verlies, ihr Amateure. Herzlich willkommen zu Kalles Halbzeit in Verlies, eine neue Amateurfußballsendung beim Sender Hamburg 1. Und wir sprechen jeden Monat ab sofort über aktuelle Themen rund um den Hamburger Amateurfußball von der Kreisklasse bis zur Regionalliga. Als Gäste haben wir natürlich Spieler aus dem Amateurbereich, Trainer, Funktionäre und immer einen Special Gast, der nicht unbedingt aus dem Fußballbereich kommen muss. Richtig, Kalle spricht es schon an. Heute haben wir nämlich zu Gast Klaus Püschel, Deutschlands wohl bekanntester Rechtsmediziner. Und mit ihm werden wir über seine Meinung zu den Corona-Schutzmaßnahmen im Fußball sprechen. Und wir haben natürlich dabei Matthias Reinke, ein Ex-HSV-Spieler und in dieser Saison Trainer beim Bischöt Horn. Und wir freuen uns über einen weiteren ehemaligen HSV-Spieler. In der letzten Saison stand er noch in der zweiten Bundesliga für die Rothosen auf dem Platz und ausgebildet wurde er hier in Hamburg beim SC Vierhorn Marschlande. Wir begrüßen Martin Harnik. Moin, hier ist Martin Harnik und ich zeige euch jetzt mal den Hof von Harnik Horses. Kommt mit. Mehr als eine halbe Stunde entfernt von Hamburg. Abseits vom Trubel des Profifußballs hat sich Familie Harnik niedergelassen. Der ehemalige Spieler vom HSV hat hier vor allem den Traum seiner Frau erfüllt, eine eigene Pferdezucht. Martin packt natürlich auch selbst mit an. Ernährung genauso wichtig wie bei uns Sportlern, ne? Deswegen ist das hier alles abgestimmt, aufgeteilt auf die einzelnen Gemüter. Weil die Ernährung echt das A und O ist. Ja, also ich bin so wie meine Frau auf dem Dorf groß geworden, in Vierhorn Marschlanden. Und für uns war das schnelle, stressige Stadtleben nie wirklich die große Erfüllung. Deswegen hat es uns auch bei allen unseren Stationen eigentlich immer so ein bisschen an die Stadt rangezogen oder sogar außerhalb. Und jetzt hat es uns natürlich auch wieder hierher gezogen. Wir kommen hier aus der Gegend, aus der Umgebung. Und für uns war immer klar, dass wir unser Privatleben dann eher auf dem Dorf sehen als in der Innenstadt. Nur wenige Kilometer vom Hof entfernt. Beim SC Vierhorn Marschlande lernte Martin Harnik das Fußballspielen. Hier bei den Red Devils hängen die Trikots seiner Bundesliga-Stationen. In der Jugend spielte der mehrfache österreichische Nationalspieler unter anderem mit einem gewissen Max Kruse zusammen. Einer kennt den damaligen Kapitän Harnik noch gut. Jean-Pierre Richter, heute Trainer bei Oberligist TuS Dassendorf, hat den Kontakt nie ganz abreißen lassen. Also ich freue mich sehr, dass ich ihn kennenlernen durfte und dass ich ihn nach wie vor kenne, weil solche Menschen hat man gerne in seinem Umfeld und ich glaube, dass das auch aufzeigt, wie wichtig das ist, Familie und auch Bodenständigkeit und Demut zu bewahren. Und da ist er ein guter Vorreiter, glaube ich, für viele. Ist auch geil jetzt mit den Hunden, ne? Alle mit drauf. Auf dem Hof östlich von Hamburg leben zurzeit 7 Pferde. Seit Juni kümmern sich die Harniks um das 2 Hektar große Gelände. Der Respekt vor den Tieren ist nach wie vor riesig. Also die Kraft, das ist nicht wie bei Hunden, wo man dann einfach mal der Stärkere ist, sondern hier haben die schon richtig Power. Und wenn die in eine andere Richtung wollen, dann bleibt dann auch nichts anderes übrig. Ah, selbst die Kleine da hinten macht Radau. Mal kurz um die Ecke geschossen. Gespräche mit den Pächtern der anliegenden Grundstücke laufen bereits. Der Hof soll weiter wachsen. Nach Profistationen in ganz Deutschland will Martin Harnik mit seiner Familie auch langfristig in der Nähe seiner Heimat bleiben. Herzlich willkommen, Martin Harnik. Hi, moin, schön, dass du da bist. Danke. Ja, du hast den Einspieler eben gesehen. Pferde, Fußball, das ist dein Leben, oder? Ja, nicht nur das. Oder also, jetzt dein Leben. Ja, also nimmt schon viel Zeit in Anspruch, muss ich zugeben. Aber ist auf jeden Fall ein schönes Hobby, was meine Frau dann auch jetzt zum Beruf macht. Und gibt sicherlich schlechtere Sachen, als tagtäglich an der frischen Luft mit Tieren zu arbeiten. Kommen wir zum Hamburger Amateurfußball, denn da hast du eine ganz besondere Beziehung zu. Du hast hier in Hamburg beim SC Vierhorn Marschlande angefangen, Fußball zu spielen, unter anderem ja auch mit Max Kruse und mit Jean-Pierre Richter. Den haben wir ja vorhin im Beitrag gesehen. Magst du mal erzählen, wie blickst du auf diese Zeit zurück beim SCVM?
Ja, die schönste Fußballzeit meines Lebens, also keine Frage. Profifußball ist was ganz Besonderes und kann ich natürlich auch nur jedem empfehlen, danach zu streben. Aber dieser Spaß und dieses reine Fußballspielen, das erlebt man, glaube ich, nur in der Jugend. Danach ist es dann doch irgendwie sehr leistungsbezogen, auch irgendwann noch ein Beruf in meinem Fall. Aber war eine geile Zeit. Wir hatten eine ganz besondere Mannschaft, einen goldenen Jahrgang, wenn man so sagen will. Sind über Jahre zusammengewachsen und am Ende in die A-Bundesliga aufgestiegen mit so einem kleinen gallischen Dorf. Also super geil und zeigt ja auch, dass Johnny und ich heute noch in Kontakt sind. Wir haben mit der ganzen Mannschaft, also Max und ich sind da auch drin in der WhatsApp-Gruppe von damals, wo wir eigentlich fast täglich irgendwelchen Blödsinn schreiben. Und ja, die Jungs, oder diese Zeit verbindet einfach und deswegen war es der Hammer. Wie du schon sagst, aus dieser Zeit sind viele Freundschaften entstanden. Mit wem noch so? Max Kruse haben wir genannt, Jean-Pierre Richter ist genannt worden. Wer war noch so dabei? Ja, also wenn ich manchmal im Amateurfußball, also wie gesagt, dabei sind noch alle, aber im Amateurfußball bleiben möchte, dann ist sicherlich Paddy Papke im Begriff. Hendrik Helmke, vielleicht nicht im Hamburger Amateurfußball, aber der hat ja auch so seine eigene Geschichte, wer fast auf allen Kontinenten schon Fußball gespielt hat. Wen gibt es denn noch? Der dann Chris Flick, ist glaube ich gerade ein Tor gemacht für HEBC. Ja. Also deswegen. Benny Krug ist vielleicht noch ein Begriff. Also wir sind echt viele, die dann auch im höheren Amateurfußball dementsprechend gespielt haben. Aber das überrascht ja auch nicht, weil wir damals echt auch eine gute Mannschaft hatten. Also da hatten einige Potenzial. Und da gibt es noch einen anderen, der noch zu nennen wäre. Der spielt aktuell auch bei der TuS Dassendorf und hat auch am Wochenende getroffen. Wir schauen mal kurz rein. TikTok kennt ihr wahrscheinlich. Ja. Da war in der Corona-Pause, wo alle zu Hause sein sollten, war für uns quasi, sah es danach aus, als würden wir eine Karriere bei TikTok haben. Wir haben da echt richtig lustige Videos ins Netz gestellt. Natürlich seine Ideen, das kam alles von ihm. Das könnt ihr ja mal angucken. Also ist echt unglaublich witzig, sage ich mal so. Und ja, egal was, um was es geht, es ist immer entspannt und es ist eigentlich immer lustig. Ja, Matthias hat es angesprochen, das Thema TikTok. Verrat uns doch mal, was hat es damit auf sich, wenn er das schon so in den Raum wirft? Ja, habt ihr euch ja bestimmt angeguckt. Also Corona verzweifelt, aber macht auch kreativ. Und ja, und wir beide sind ja auch Hundebesitzer und sind tagtäglich im Umgang und amüsieren uns halt auch unglaublich über die Tiere, wie sie miteinander kommunizieren und was die für eine Show abziehen und dann am Ende ist alles harmlos. Und dann haben wir uns das mal zur Aufgabe genommen, so als Mann quasi so ein Hundeverhalten nachzuspielen. Und sind wirklich ein paar lustige Episoden bei rausgekommen. Aber mit der Karriere hat es dann nicht ganz gereicht und wir haben das auch, also ich wurde irgendwann erkannt, aber wir haben es auch natürlich auch anonym laufen lassen, weil letztendlich war es einfach just for fun und ja, und, ja, aber kam, wie gesagt, dann auch sehr gut an. Wir haben eben in dem vorigen Beitrag auch Jean-Pierre Richter gesehen, der ist ja nun Trainer bei der TuS Dassendorf und in der letzten Zeit sieht man dich doch verhältnismäßig viel, was sicherlich auch mit deinem Engagement beim HSV zusammenhing, auf dem Sportplatz am Wendelweg. Kannst du mal sagen, was hast du so für eine Beziehung zum Amateurfußball und vielleicht auch insbesondere zur TuS Dassendorf? Ja, also den Kontakt zum Amateurfußball habe ich nie abreißen lassen. Ich sehe da auch meine Wurzeln drinne und habe jetzt hier dann auch Matthias mal wieder gesehen nach vielen, vielen Jahren. Ich habe ihm erzählt, ich habe Flaschen gesammelt, als er bei Bergedorf 85 gespielt hat. Also war mein Vater immer begeistert, der hat immer gesagt, hier, guck dir den an und so, der haut die Dinger rein. Und linke Klebe, ne? Ja, link, aber ich habe gerade erfahren, er ist Rechtsfuß, aber immer links außen gespielt. Ja. Also ich dachte auch, dass er linke Klebe hat, aber als ein Überspieler ist halt beidfüßig. Und nee, deswegen, also ich war immer im Amateurfußball unterwegs und begeistert und jetzt zu TuS Dassendorf habe ich natürlich besondere Beziehungen, einmal mit Johnny zusammengespielt, einer der, glaube ich, jüngsten und besten Trainer Hamburgs. Matthias ist mein Schwager mittlerweile, also familiäre Beziehung und da muss ich sagen, habe ich mit Michael Funk auch einen kennengelernt, der mich tagtäglich fast in allen Lebenslagen unterstützt und der ja auch bei TuS Dassendorf sehr viel dazu beisteuert, dass sie erfolgreich sind. Und zudem wohnen wir zurzeit in Dassendorf. Also all das
bringt es dann schon nahe, dass ich da dann auch gerne Fußball zugucke. Mhm. Und das ist eine geile Mannschaft, die erfolgreich ist. Mhm. Das heißt, wenn es sich jetzt so, also noch ist das Transferfenster auf, Wendelweg als Karriereabschluss? Ja, ich warte darauf, dass Michael dann mal ein schriftliches Angebot schickt nach Bremen. Hat er sich bisher noch nicht überreden lassen, aber nein, im Ernst. Also ich bin wirklich überzeugter Profifußballer und liebe meinen Job. Aber die Leidenschaft wird auch über diesen Job hinausgehen. Also werde ich auch auf jeden Fall irgendwann im Amateurfußball noch weitermachen, solange mich die Knochen tragen. Mhm. Das heißt, du bist auf keinen Fall ausgeschlossen, dass wir dich in naher oder ferner Zukunft am Wendelweg Fußball spielen sehen. Also ausschließen würde ich es auf keinen Fall. Ja, super. Kommen wir zu einem anderen Verein, wo du gespielt hast in der letzten Saison. Das war der HSV. Und das war ja doch am Ende ja, für viele Fans mal wieder ein, ja, ein Up and Down und am Ende ein hartes Aufklatschen auf dem Asphalt, muss man ja leider sagen. Nun probiert es der Verein wieder in dieser Saison, nachdem ihr es letztes Jahr nicht geschafft habt. Was meinst du, woran hat es am Ende gelegen, dass ja, es nicht gereicht hat zum Bundesliga-Aufstieg oder Wiederaufstieg? Ja, woran hat es gelegen? Letztendlich war es also natürlich immer noch eine tiefsitzende Enttäuschung. Also danke, dass du die Wunde nochmal aufreißt, jetzt hier im Amateurfußball. Wir sind natürlich an uns selbst gescheitert. Also wir können niemandem die Schuld geben, sei es jetzt Corona, fehlende Zuschauer. Natürlich hätten die im Heimspiel uns nochmal nach vorne getragen, aber dementsprechend größer wäre auch der Druck gewesen, wenn es nicht läuft. Also kann man auch immer wieder hier und da. Ja, wir haben es selbst versaut. Wir haben mit den späten Gegentoren, die wir dann wirklich in den letzten 10 Spieltagen dann bekommen haben, haben wir so viele Punkte hergeschenkt. Und das ist dann am Ende auch eine Frage von Qualität. Bringt man einen gewissen Spielstand über die Zeit oder eben nicht? Und wir haben es halt dann häufig nicht geschafft. Und dann muss man einfach sagen, okay, dann hatten die anderen am Ende mehr Punkte. Und dann war es auch verdient, leider. Über die Qualität des Kaders und auch die Spiele, die wir dann teilweise gezeigt haben. Vor allem, wenn ich die großen Mannschaften wie Bielefeld oder auch Stuttgart sehe, da hat man ja gesehen, dass wir... mein 6-2 in der Hinrunde war deutlich. Ne? Ja, also da die Qualität hatten wir, aber wie gesagt, da gehört auch mehr dazu als nur in den Beinen, sondern es ist halt auch hier oben wichtig. Und der Kopf hat dann gerade in der Nachspielzeit hier und da mal versagt. Mhm. Nun hast du ja letztes Jahr doch einen sehr tiefen Einblick gehabt, was das Thema HSV angeht. Nun sagt man ja gerne, dass in Hamburg auch viel Unruhe ist, natürlich auch medial sehr präsent, sagen wir es mal so. Trägt das für dich auch dazu bei, dass man dann vielleicht so in den letzten Minuten nicht so 100% bei der Sache ist? So dieses Gesamtkonstrukt am Ende? Ja, also nee, ist glaube ich ein schwieriges Alibi. Grundsätzlich habe ich den HSV immer verfolgt und wollte immer zum HSV, also in jeder Lebenslage, zu jeder Vereinssituation. Und dann hat es halt an verschiedenen Gründen immer gehapert. Und dann habe ich halt gesagt, okay, wer weiß, wofür es gut ist, weil da ist so viel Chaos, da war so viel Unruhe. Und da kam ja immer wieder was Neues dazu. Und dann, als es letztes Jahr endlich geklappt hat, habe ich auch gedacht, okay, sieht gut aus. Jonas Bold macht auf mich einen super seriösen und professionellen Eindruck. Dieter Hecking, brauchen wir nicht drüber reden, hat eine super Vita weiterhin. Und mit Marcel Jansen und auch mit Bernd Hoffmann, der dann ja wieder zurückkehrt, da hatte man das Gefühl, okay, das ist eine Einheit. Und dann auch gerade das Thema Bakary Yatta wurde super moderiert. Also man hatte einfach den Eindruck, okay, da endlich geht es mal wieder in die Richtung, wo sich die Leute auch gerne mit dem HSV identifizieren. Also habe ich auch auf meinem engeren Umfeld, wo natürlich viele HSV-Fans drin sind, hat man das Gefühl gehabt, okay, da sind die Leute wieder zufrieden mit dem Management. Und dann hat es ja auch nur einige Monate gehalten und auf einmal war es wieder in der Spitze am Kriseln und Machtkämpfe sind entstanden. Und das ist für uns als Spieler kein Alibi. Das nehmen wir nicht mit auf den Platz, das nehmen wir auch gar nicht mit ins Training. Aber trotzdem hätte man sich natürlich gewünscht, dass das irgendwie alles ruhig über die Bühne geht. Magst du vielleicht noch einmal kurz erzählen, wie du dich aktuell fit hältst? Das sind ja nun auch nicht ganz einfache Zeiten, du hast gesagt. Laufen durch den Sachsenwald. Für unsere Zuschauer, die das nicht kennen, der Sachsenwald, der liegt in Dassendorf. Da kann man relativ viel laufen. Genau, ja, also ist natürlich nicht gleichzusetzen mit einer Vorbereitung oder auch mit Fußballtraining, weil die Belastung kann man einfach nicht simulieren. Das weiß jeder, der mal aus einer Verletzung gekommen ist, wie schwer es ist, dann wieder Fuß zu fassen. Ich bin laufen, ich bin auch, glaube ich, noch ganz gut in Shape. Also so eine richtige Wampe habe ich noch nicht angelegt. Und versuche halt einfach Grundausdauer am Leben zu halten, versuche ein bisschen in der Schnelligkeitsausdauer was zu machen. Setze mich mal aufs Fahrrad oder so, also aufs Spinningrad.
Aber wie gesagt, also es ersetzt kein Fußballtraining und schon gar nicht eine Vorbereitung. Ja, dann herzlichen Dank, dass du da warst. Hat uns sehr gefreut. Und zum Abschluss haben wir natürlich unsere obligatorische Frage, wobei die bei dir eigentlich relativ einfach zu beantworten sein dürfte. Wir haben hier eine ausgewählte Kaffeesorte und da haben wir einmal den Derby-Sieger. Hier fehlt zum Glück das Ergebnis, das steht da normalerweise drauf. Und den Domina-Espresso und einen von den beiden, sogar mit Handschellen hier. Und einen von beiden darf ich dir überreichen, aber ich glaube, die Wahl fällt nicht allzu schwer, oder? Ja, je nachdem, ob das jetzt schon der aktuelle ist. Ja, das ist, Saison. Leider der letzte aus dem Rückspiel. Ah, okay, dann ist Quatsch. Ja. Ja. Dann nehme ich natürlich Domina. Ja. Vielen Dank. Viel Spaß damit. Ich hoffe, du trinkst Kaffee. Trinke ich, ja. Super. Unser nächster Gast ist Matthias Reinke, ein totales Urgestein im Hamburger Amateurfußball. Er spielte sogar 4 Spiele beim HSV in der Profiliga, in der ersten Bundesliga. Und seit dieser Saison ist er Trainer beim Amateurverein Bischet Horn in der Kreisliga 4. Was machst du da? Synchronschwimmen? Und komm, Männer, 2 Sechser, 1 Sieben, da soll ich das aufmalen? Komm, vernünftig, nicht nur mit dem Kopf wackeln. Und hepp. Immer einen flotten Spruch auf den Lippen. So kannte man Matthias Reinke bereits während seiner aktiven Zeit als Profifußballer. Als Cheftrainer vom Kreisligisten Spielvereinigung Billstedt Horn kehrt Madde, wie ihn alle nennen, nun an den Ort zurück, an dem er seine ganze Jugend verbracht hat. Für Verein und Spieler nicht nur aus sportlicher Sicht ein Gewinn. Er bringt immer einen guten Spruch, ne? Also wenn mal irgendwie ein Fehlpass kommt, dann sagt er zum Beispiel Sachen wie irgendwie, der kommt an wie eine Hebamme oder so, ne? Also das ist schon ganz lustig. Also wenn man irgendwelche Anliegen hat, privater Natur oder auch mit der Verein Rückfragen, auch was Urlaub angeht, was ja auch gerade im Amateurbereich sehr wichtig ist, hat er für alles Verständnis. Über Bille Horn gelang Reinke sogar der Sprung zum großen HSV. 4-mal stand der Mittelstürmer für die Rothosen in der Bundesliga auf dem Platz. Doch seine Wurzeln hat der 48-Jährige nie vergessen. Klasse, Kevin, sehr gut. Und komm, flüssig. Nach seinem Aus als Co-Trainer bei Teutonia Ottensen Mitte März nun das spannende Projekt als Übungsleiter seines Jugendclubs. Gut, Luca, ja, gut, Mike. Wir profitieren auch viel von seinem Know-how und von seiner Erfahrung. Und er verstellt sich auch nicht. Also man merkt gleich das, was er uns auch erzählt. Das meint er auch so. Über kurz oder lang will Reinke mit dem Kreisligisten an alte, glorreiche Zeiten anknüpfen. Alles klar, Männer, super Training. Ich bin guten Mutes für Sonntag. Mit der Körperspannung durchziehen, Willensschulung, Willenskraft. Müssen wir vorangehen am Sonntag, ne? Ihr wisst, bereitet euch vernünftig vor und dann sehen wir uns in alter Frische. Okay. Ja, danke. Sehr gut. Okay. Wir begrüßen recht herzlich Matthias Madde Reinke. Ja, moin Madde. Schön, dass auch du den Weg zu uns gefunden hast als Amateurfußball-Ikone, Legende. Sei nicht zu viel, ne? Ich habe es eben schon angesprochen, bevor wir zu deinem aktuellen Verein Bille Horn kommen, den wir auch gerade im Einspieler kurz gesehen haben, einmal kurz einen kleinen Rückblick zu deiner letzten Station davor. Du warst Co-Trainer von Sören Tietze bei Teutonia 05, die dann aufgestiegen sind während der Corona-Krise in die Regionalliga Nord. Allerdings musstet ihr, bevor die Krise oder mitten während die Krise auf einmal lief, eure Sachen packen und gehen. Das kam für irgendwie alle überraschend. Wie blickst du darauf zurück? Ja, also für mich kam es auch überraschend, sehr überraschend. Freitag, der 13. März. Mhm. Ja, und dann kam ein Anruf, ne, wir entlassen euch. Und im selben Abendzug wurde dann aber noch gesagt, ich würde mir aber wünschen, dass wir Freunde bleiben. Wo ich bis dahin noch nicht mal wusste, dass wir Freunde sind. Mhm. Aber war nicht schlecht. War nicht schlecht. Ja, und vor allen Dingen auch zu einer, also nicht nur Freitag, der 13., sondern auch eine sehr ungewöhnliche Uhrzeit. Also ich erinnere mich, meine ersten Infos trudelten so um kurz nach 16 Uhr, glaube ich, ein und um 15.30 Uhr irgendwie wurde dir informiert, nachdem ihr am Wochenende vorher gewonnen habt sogar, ne? Nein, wir hatten 2 Niederlagen in Folge, nachdem wir 21 Spiele ungeschlagen waren. Ja. 18 Siege, 3 Unentschieden. Genau so war das, ja. Die ersten beiden Saisonspiele hatten wir verloren gegen Ostdorf und Endassendorf. Mhm. Dann, wie gesagt, 18 Siege, 3 Unentschieden. Dann hatten wir ein Spiel bei Viktoria am Freitagabend. Enges Spiel, offenes Spiel für mich. Knapp, ne? Genau, 0-1 verloren.
war alles okay. Dann kam ein Spiel, wo wir wirklich schlecht waren und Paloma das gut gemacht haben. Mhm. 0-2 verloren, 2 Elfmeter, rote Karte. Ja. Dann war allerdings die Generalabsage, das war Corona-Anfangszeit. Genau. Ja. Und dann ja, ging das einher eigentlich mit der Entlassung. Mhm. Ja, die richtige Begründung kam dann auch nicht, kam so schwammig. Ja, die sportliche Entwicklung vor der Winterpause. Mhm. Dann haben wir danach gefragt, meint ihr, wo wir beim HSV 3-2 gewonnen haben gegen 3, wo es nicht einfach ist? Als wir gegen Dassendorf gewonnen haben als einzige Mannschaft oder 5-0 gegen Buchholz im Pokal. Mhm. Wie war die Entwicklung jetzt? Mhm. Dann kam die Winterpause, die ersten 3 Spiele. 3-0 in Buchholz gewonnen, was auch nicht einfach ist. Mhm. 3-1 in Bramfeld gewonnen und dann 1-0 gegen Sase gewonnen. Und dann kamen die besagten Spiele eben. Mhm. Und da es im März schon, Mitte März, das war klar, keiner in Hamburg meldet. Ne, Regionalliga können wir schon für die Aufstiegsrunde planen. Im Pokal-Viertelfinale gegen Norder steht. Das hätten wir auch hinbekommen, 0-1, glaube ich. Deswegen war noch alles möglich. Mhm. Man merkt dir so richtig an, dass sich das immer noch so ein bisschen anfest, ne? Ja, das ist die Begründung und kam keine richtige Begründung, dann hat man noch versucht zu sprechen und so. Und, ja, hat man sich nicht gezeigt dementsprechend. Das fand ich ein bisschen schade, weil in den 3 Jahren haben wir gute Arbeit geleistet mit Sören Tietze, von dem ich sehr viel halte. Mhm. Bin auch sicher, den sieht man irgendwann im Profifußball, wenn er das denn möchte, mit Beruf und Familie. Mhm. Das ist immer nicht einfach, aber der weiß, was er tut, was er will. Nicht nur ja, eine Lösung, 2. Das weiß man ja auch, Teutonia polarisiert wie Dassendorf. Wir haben 18 Häuptlinge im Kader, die musst du bei Laune halten, das war die Krux, die Challenge. Und ich denke, das haben wir gut gemacht, sonst hast du keinen Erfolg. Dann gibt es leider noch die andere Problematik bei Teutonia, dass im Hintergrund auch noch mal 18 Bundestrainer sind. Und da hat jeder auch noch seine exklusive Meinung. Da reicht nicht nur ein 3-0, da musst du auch noch ein bisschen mehr liefern. Nun liefern sie ja gerade in der Regionalliga ab, etwas überraschend. Ja, damit hätte wahrscheinlich keiner so gerechnet mit dem Start, obwohl der Kader natürlich nicht schlecht ist, also die finanziellen Begebenheiten sind natürlich da, auch so einen Regionalliga-Kader zu schaffen. Aber wie bewertest du denn den Start von T05? Ja, mehr als erfolgreich hätte ich so nicht vermutet, nicht aufgrund des Kaders, weil die Kaderstärke ist gegeben. Mhm. Aber du musst erstmal eine Mannschaft werden und das ist alles Neuland, dann spielst du nicht zu Hause, spielst bei Vicky. Also da haben die Trainer einen guten Job gemacht und ich will auch nochmal betonen, ich habe nichts gegen Teutonia, dem Verantwortlichen und alles, ich gucke mir gerne Spiele an. Ich habe den sogar noch den Kapitän der A-Jugend-Bundesliga, Franklin Weber, vermittelt, den haben sie genommen. Ich habe da gar nichts, ne? Ist alles abgehakt, nur in der Sache. Aber der Start überaus erfolgreich und man weiß ja, Teutonia sind sehr ambitioniert und wir wollen natürlich auf jeden Fall in die Meisterrunde, denke ich. Ja, das gehe ich mal auch davon aus bei den Spielern, die geholt wurden. Nun hat man Teutonia auch gerne mal als FC Hollywood des Hamburger Amateurfußballs betitelt und jetzt bist du ja zurückgekehrt zu Büllehorn in die Kreisliga. So. Das ist ein Sprung, keine Ahnung, von Los Angeles nach Castrop-Rauxel. Kann man das so ungefähr vergleichen? Ja, komplett gegensätzlich. Bin wieder geerdet. War ich natürlich vorher auch. Wie mein Kapitän schon sagte, ich verstell mich nicht, bin authentisch. Ich mache denen da nichts vor, ich bin ehrlich. Natürlich gibt es im Fußball keine Gerechtigkeit immer, das auch wie im Leben. Aber Bischit Horn war immer im Kontakt, das passte aber geografisch nicht. Jetzt durch die Corona-Zeit, die Entlassung bei Teutonia, wurden die Gespräche dann geführt. Wir kriegen eine nagelneue Anlage, 3 Kunstrasenplätze, Ende Oktober bespielbar. Mhm. Wie man eben gesehen hat, müssen wir im Moment noch mit dem Grandplatz bei Vorwärts Wacker Vorlieb nehmen. Training und Spiel, aber es ist absehbar, weil wir dann endlich eine Heimat haben. Ja, und ich habe selber die ganze Jugend da verbracht, die ersten 3 Herrenjahre noch. Mhm. Und dann so langsam bin ich dann im großen Fußball entschwunden. Mhm. Bevor wir zum großen Fußball kommen, was ist denn dein Ziel mit Belorn? Ist das jetzt eine Sache, die du gemacht hast, einfach so sozusagen, weil die deine Hilfe brauchten und deine Expertise? Oder ist das schon, dass du sagst, so Kreisliga, das ist nicht da, wo Belorn hingehört und wir wollen in den nächsten Jahren mal hier das den Problem, Fahrstuhl benutzen? Das Problem war, ich habe dazu gesagt, so Corona-Zeit, ich konnte nicht ein Spiel sehen. Mhm. Das lief alles über Mundpropaganda, ich musste mich ein bisschen darauf verlassen, vertrauen. Mhm. Aber ich war da guter Dinge eigentlich, weil ich die Verantwortlichen da kenne. Da wurde gute Arbeit geleistet. Man muss ja nur seine Hausaufgaben machen und ich bin da guter Dinge. Mhm. Natürlich wollen wir aufsteigen, aber du weißt selber gerade aktuell mit diesem Modus, ich hoffe, das ändert sich noch, ist das sehr schwierig zu planen. Ich hoffe wirklich, der Verband bewegt sich dann noch, dass wir in die richtige Richtung gehen. Für unsere Zuschauer vielleicht einmal kurz zur Erklärung. In dieser Saison gibt es im Hamburger Amateurfußball einen neuen Modus. Die Liga ist aufgeteilt, die ersten 8 Mannschaften spielen eine Meisterrunde und die anderen Mannschaften spielen eine Abstiegsrunde. Und eben halt nur, wenn du in dieser Meisterrunde landest und am Ende auch Erster wirst,
darfst du aufsteigen. Und was erschwerend hinzukommt, es wird eine Vorrunde gespielt, 17 Spiele sozusagen nur eine Hinrunde. Und die Punkte aus dieser Vorrunde werden nicht mitgenommen. Und da gab es ja auch einen riesen Aufschrei seitens der Vereine, ne? Deswegen, ich habe da ein bisschen was gehört, da formiert sich immer, wir sind 56 Mannschaften. Mhm. Federführend sind, glaube ich, Matze Nagel und Carsten Gerdey. Ja. Die wollen da das Gespräch mit dem Verband suchen. Ich hoffe, wie gesagt, da passiert was, dass sie sich da bewegen können, flexibel sind. Weil so, und wir sind eine 16er Staffel, das heißt, mhm, die ersten 6 gehen in die Meisterrunde. Ja, und die letzten 10 gehen in die Abstiegsrunde. Und nee, dann zu viel Manipulation kann ich nicht glauben, dass wir das so bis zum Ende durchführen. Nun sagst du, wir spielen wieder Fußball. Das ist ein wichtiger Punkt und das ist schön. Nun haben wir allerdings in den letzten Tagen, Wochen doch einige Corona-Fälle gehabt. Damit hätte man sicherlich rechnen müssen. Aber glaubst du, dass sich alle dieser Verantwortung, die sie haben, auch bewusst sind? Na, das ist Theorie und Praxis, da gebe ich dir recht. Im Kopf schon, aber in der Umsetzung ist das nicht überall gleich, glaube ich. Mhm. Da müssen wir abwarten jetzt. Ich hoffe es einfach nur. Mhm. Weil nochmal ein Lockdown bzw. komplett stringenten Ausfall, das wäre nicht gut. Mhm. Wie sieht es aktuell bei euch aus bei Billehorn? Wenn ihr auf den Platz geht, mit Maske, ohne Maske, Kabine nutzen, duschen und so weiter, das ist ja auch ein Riesenthema für euch wahrscheinlich. Ja, wobei wir Bezirk Mitte, die haben sich ja noch nicht so geöffnet. Erst 1-2 Wochen können wir die Kabinen benutzen und duschen sind gerade alle in der Anfangsphase. Das kommt ja noch hinzu, ja, dass es zwischen den unterschiedlichen Bezirksämtern, genau, unterschiedliche Meinungen gibt. Also wenn du, keine Ahnung, bei Vicky im Stadion, mhm, oder in Eimsbüttel, da dürfen alle schon wieder seit Monaten alles benutzen und ihr in Mitte wartet immer, da fehlt einem auch das Verständnis irgendwann, oder? Da wird nicht eine Sprache gesprochen, verstehe ich nicht. Das ist ähnlich wie mit den Landesverbänden, mit dem Fußballspielen. Ja. Überall wurde schon gespielt, Hamburg war als letztes dran. Ja. Da fehlt einem wirklich das Verständnis. Mhm. Hättest du dir da, so ähnlich wie es Dirk Fischer ja auch mal propagiert hat, dass man darauf gehofft hat seitens des Verbandes, dass es eine einheitliche Lösung gibt, das hätte sicherlich vieles einfacher gemacht, oder? A, eine einheitliche Lösung und B, dass man ein Ziel hat. Mhm. Man wurde ja im Dunkeln gelassen, wann geht's überhaupt los? Geht's überhaupt los? Ja. Bis man darauf gewartet hat, man trainiert mit der Mannschaft, deswegen kann ich das auch verstehen, verliert an Anspannung. Aber dass man ein Ziel kommt und immer, ja, klare Tendenzen, dass es positiv wird, das hat mir gefehlt. Mhm. Nun haben wir ja schon darüber gesprochen, dass ihr mit Billehorn gerne aufsteigen möchtet. Ist das für diese Saison schon das Ziel? Wir sind ambitioniert auf jeden Fall. Wir sind gestern mit einem 9-1 nach einem 0-1 Rückstand gestartet. Die Saison kann starten. Ja, also wenn das mal keine Aussage ist. Ja. Dann natürlich auch an dich die Frage. Wir haben zwei ausgewählte Kaffeesorten. Die kannst du gleich wieder weglegen. Den Derbysieger kann ich wieder weglegen. Ja, ähnlich wie bei Martin Hanig. Ja. Finde ich sehr sympathisch. Dann überreiche ich dir den Domina Espresso mit Handschellen. Ich hoffe, du trinkst Kaffee. Ja, das ist für meine Frau. Nee, ja, trinke ich auch. Ja, aber super, dann könnt ihr euch den teilen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du hier warst. Wünsche euch viel Erfolg für die Saison. Und ich sag mal auch mit einem zwinkernden Auge viel Glück in der Meisterrunde. Alles klar, vielen Dank. Super, danke dir. Traumtore und Fehltritte. Der Hamburger Amateurfußball hat eine Menge zu bieten. Und jetzt seht ihr die kuriosesten Szenen in Kalles Kick des Monats. Mehr Highlights aus Hamburgs Amateurfußballszene gibt es im Internet auf KICK.TV. Okay, wir machen jetzt eine kleine Pause und dann geht es weiter mit Professor Dr. Klaus Püschel, ein weltweit anerkannter Gerichtsmediziner. Der wird uns ein bisschen Auskunft geben über das derzeitige Problem, was uns ganz Deutschland und die Welt betrifft, nämlich die Corona-Problematik, die natürlich auch sehr schwerwiegend für den Amateurfußball hier in Hamburg ist.
So. Okay, wir sind zurück zu Kalles Halbzeit in Belize und ich freue mich jetzt sehr, unseren heutigen Special Guest begrüßen zu dürfen, Herr Professor Dr. Büschel. Sie sind ein weltweit renommierter Gerichtsmediziner und haben hier in Deutschland diese Diskussion angestoßen um die Obduktion von den sogenannten Corona-Toten. Erzählen Sie noch mal etwas darüber. Was ist das? Naja, es geht ja darum, dass wir tatsächlich wissen, was bei dieser Krankheit im Körper passiert. Und das kann man nur rauskriegen, wenn man die Toten genau anschaut. Das Prinzip ist also, von den Toten lernen, wie die Krankheit abläuft für die Lebenden. Und die schlimmsten Dinge bei dieser Krankheit passieren natürlich bei den Verstorbenen. Deswegen müssen wir die ganz besonders genau angucken. Und deswegen war es völlig unpassend, dass das Robert-Koch-Institut gesagt hat, wir sollen uns von den Toten fernhalten, wegen der Gefahr der Aerosolbildung. Und ich habe immer gesagt, nee, da müssen wir genau hingehen. Wir müssen die detailliert untersuchen, damit wir dann den Klinikern erzählen können, wie die Krankheit abläuft, damit sie die richtige Medizin finden, über Impfungen nachdenken und auf der Intensivstation die richtige Therapie haben. Jetzt meine Antwort, wir machen ja eine Amateurfußballsendung und der Amateurfußball, nicht nur in Hamburg, sondern überall in Deutschland, ist natürlich auf die Zuschauerzahlen in einem ganz anderen Maß angewiesen, als es jetzt die Bundesligen sind, die Fernsehgelder bekommen. Und es gibt dieses Verbot des Verbandes, mehrere Zuschauer zuzulassen und das Ganze. Was sagen Sie denn? Wie kann man damit umgehen? Oder können Sie diesen, ja, uns, den ganzen Fußballverbänden, den Fußballvereinen irgendwie ein bisschen Hoffnung machen? Ja, also Hoffnung kann man so lange nicht machen, wie wir versuchen, diese Viruserkrankung zu vermeiden. Ja, das können wir nur dadurch, dass wir Abstand halten, die Regeln, die jetzt gelten, Hygieneregeln einhalten, tatsächlich auch Schutzmasken tragen. Das Wichtigste ist der Abstand. Und beim Abstand bedeutet das eben wenig Zuschauer. Auf der anderen Seite muss man ausdrücklich sagen, Fußball ist eine Sportart, die draußen betrieben wird. Ja, und normalerweise steht man auch beim Fußball nicht in großen Rudeln zusammen, sondern es laufen 22 Leute auf einem relativ großen Platz herum, die dann... Ich meine ja eher, das ist ja das eine, sondern ich meine eher die Zuschauer. Darauf kommt es ja an. Die Zuschauer möchten ja wieder ins Stadion, möchten dabei sein, wenn ihre Mannschaften spielen. Also ich bin ja Fan vom Amateursport. Also auf den kleinen Plätzen wird man in der Regel genug Platz haben, weil es nicht so viele Zuschauer sind. Also gerade beim Amateurfußball halte ich es durchaus für möglich, dass man Zuschauer wieder zulässt. Bei den Bundesligaspielen muss man ganz klar sagen, dass solange man die Krankheit vermeiden will, die Infektion vermeiden will, geht es nur mit Abstand einhalten. Und da werden wir dann weiter tatsächlich Spiele mit wenigen Zuschauern haben oder regelrechte Geisterspiele. Ohne Glaskugel jetzt herbeizuzitieren, was meinen Sie denn, wie lange das noch dauern kann? Weil das ist ja, bis jetzt wirkliche Impfstoffe entwickelt sind, die dann an Menschen langzeitmäßig auch getestet sind. Das kann ja Jahre dauern. Ja, das muss man auch ehrlich sagen. Ja, solange wir die Infektion vermeiden wollen, jede einzelne Infektion vermeiden wollen, werden wir die Regeln so einhalten müssen wie jetzt. Und selbst wenn man einen Impfstoff zur Verfügung hat, befürchtet bei uns im Land eine Diskussion, wer sich alles impfen lässt. Und wenn man die Bevölkerung nicht systematisch durchimpft, also so zwei Drittel der Bevölkerung tatsächlich auch immunisiert sind, dann haben wir Probleme. Man wird natürlich anfangen, bei den Risikogruppen, also diejenigen zu impfen, die besonders in Gefahr laufen, schwerwiegende Verläufe zu haben. Das heißt, die medizinisch Vorbelasteten, Vorerkrankten und alten Menschen. Aber ich setze auf eine Impfung nur begrenzte Hoffnung, wenn wir das nicht machen. Ich bin nun überzeugt davon, dass das Impfen richtig ist und würde das ausdrücklich empfehlen und glaube, dass das auch ein sinnvoller Weg ist. Das wird aber viel Überzeugungsarbeit erfordern. Also ich bin so etwas skeptisch. Ich plädiere allerdings ausdrücklich dafür,
dass wir durchaus mehr Kontakte zulassen, speziell bei jungen Leuten, bei Sportlern, also zum Beispiel auch bei Fußballern, speziell auch in der Schule und in Kitas. Und wir müssen dann eine saubere Strategie entwickeln, um die Risikogruppen dann aber von Kontakten zu schützen, beziehungsweise wir müssen eigenständige Entscheidungen treffen. Ich habe ja als Beispiel immer gesagt, ja, meine eigenständige Entscheidung ist, ich gehe dorthin, auch wo es unter Umständen ein Virus gibt. Natürlich will ich Kontakt haben mit meinen Kindern, meinen Enkelkindern, mit meinen Freunden. Aber das ist natürlich eine schwierige Entscheidung, die spaltet auch unsere Gesellschaft, muss man ja ganz klar sagen. Wenn es Menschen gibt, die Angst haben, die panisch sind, dann versuchen sie zu vermeiden. Ich glaube schon ausdrücklich, dass der Sport ein Bereich ist, bei dem wir viel mehr zulassen sollen, weil letztlich ja auch Bewegung gesund ist und schützt vor Virusinfektionen, ja, und unsere Abwehrkräfte stärkt. Also deswegen, man muss die Leute ermutigen, Sport zu treiben, Fußball zu spielen, aber auch beim Fußball in der Kabine oder im Bereich der Zuschauer trotzdem Regeln einzuhalten. Jetzt was ganz anderes. Sie machen ja auch neben dem, was Sie jetzt als Gerichtsmediziner machen, haben Sie auch, glaube ich, gehören Sie so einem Zirkel von Juristen, Kriminologen, Polizisten an, die sich mit sogenannten Cold Cases, mit unaufgeklärten Kriminalfällen beschäftigen und erarbeiten da neu und haben auch, glaube ich, einige Erfolge vorzuweisen schon, richtig? Ja, ich glaube, dass wir eine super gute Truppe da zusammen haben. Ich nenne das manchmal ja unser Oldie-Team. Ja, aber die sehr effektiv sind, ne? Naja, wir haben eben viel Zeit, ja, Erfahrung und auch viel Zeit, um dicke Akten zu lesen. Das ist ja das Problem, gerade bei den Cold Cases. Man muss tatsächlich nochmal alles lesen. Aufrollen. Ja, und neu denken. Und dieses Neudenken schafft man häufig nicht so ganz alleine im stillen Kämmerchen. Dafür braucht man dann eben erfahrene Leute. Und zu unserem Team zählen sehr erfahrene Kriminalisten, Juristen, Kriminalpsychologen, Rechtsmediziner. Und wir kommen tatsächlich dann auch zusammen, viele Stunden, zum Teil Tage, und besprechen die Fälle. Das ist also ein sehr, sehr komplexer Ablauf. Ganz allgemein kann man sagen, dass natürlich gerade Hamburg und zum Beispiel auch Hamburg-St. Pauli viele extrem spannende Fälle zu bieten hat. Ja. Also wenn ich nur erinnere... Ich kenne sowohl die Opfer wie die Täter. Ja, ich kenne die auch. Ja, ja. Weil, ja, aber in der Sorge nicht mehr so viel. Nee, wir wollen ja die Toten zum Sprechen bringen, ja, um das ganz klar zu sagen. Ja, das ist ja das Geheimnis, ja. Ich versuche ja mit den Toten zu kommunizieren und ich versuche zu rekonstruieren, was denen passiert ist. Sie erinnern sich ja vielleicht daran, dass ich sie auch schon mal mit einem meiner Zelle Ja, genau. Die erste Begegnung war, muss ich vorstellen, es ist Gerichtsmediziner, der es im Grunde eigentlich mit Leichen zu tun hat. Und als ich reinkam, guckte er mich an und sagte, oh, habe ich sie nicht schon mal auf dem Tisch gehabt? Und das ist wirklich so. Und das war ein Gag, aber es ist so gewesen. Ja, da gab es jemanden, der mir ähnlich sah. Und was ja kaum einer glaubt. Dann hatten wir noch mal ein Identifikationsgutachten. Da wurde ich dann vermessen mit von Herrn Professor Dr. Püschel und einem seiner Kollegen mit Fotoapparat fotografiert und vermessen wie eine Leiche nur im Stehen, ja. Um festzustellen, dass ich also Kalle Schwensen bin, auch ohne Bart und ohne Brille. Ja, man denkt eigentlich, das ist eine andere Sache. Ihn erkennt jeder, aber das ist natürlich auch ein gewisses Vorurteil. Also nicht jeder, genau, der eine dunkle Brille trägt, ist Kalle Schwensen. Ja. Gott sei Dank, wie gesagt. Ne? Herr Professor Düschel, ich bedanke mich und ich freue mich wahnsinnig, aber ich werde das gerne mal fortsetzen, wie gesagt, mal mit einer Lesung und auch bei Ihnen habe ich natürlich zum Schluss diese obligatorische Frage. Mögen Sie Kaffee? Ich weiß, Sie sind Teetrinker, aber vielleicht, ja, ich bin altersschwach, nützt alles nichts hier, aber vielleicht können wir Sie überreden oder möchten Sie den Domina Espresso oder den Derby-Sieger, das bezieht sich auf FC St. Pauli mit HSV? Ganz klar Derby-Sieger und ich bin St. Pauli-Fan. Prima, dann danke ich Ihnen recht herzlich für das nette Gespräch, für die Information und verabschiede mich Sie mit einem riesigen Applaus. Applaus, Applaus, Applaus!
Zum Abschluss haben wir noch eine Rubrik ins Leben gerufen, bei der die Leute, die sonst eher abseits des Rampenlichts stehen, nun mal bei uns im Rampenlicht stehen dürfen. Bitteschön. So, lieber Brummi, wir wollen die Gelegenheit mal nutzen, einfach Danke zu sagen. Danke für jahrzehntelangen Einsatz, jahrzehntelange Zeit, die du investiert hast, ob es als Betreuer war, als Zeugwart, Herrenwart, Kassenwart. Du hast dich im Vorstand aufgerieben für die Herrenabteilung Fußball. Dafür wollen wir ein ganz großes Dankeschön da lassen. Wir alle schätzen und lieben dich für deine trockene und charmante Art. Du bist nie verlegen, auch mal einen bösen Spruch zu sagen, flapsig, aber du bist immer ehrlich, frei raus, direkt. Robi, bleib so wie du bist, bleib lange gesund, wir brauchen dich noch lange am Tiefenstarken. Du bist eine Ikone in Grün und Weiß. Danke, Brummi. Und wenn auch ihr mal jemandem Danke sagen wollt, dann schickt uns euer Video an sport@hamburg1.de. Okay, danke. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder in der Novemberwoche, 2. November. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Vielen Dank ans Publikum und Grüße an die Zuschauer am Bildschirm. Bye, bye.